Ja, wer beurteilt denn eigentlich, was gutes Design ist? Sie vielleicht? Oder etwa Sie? Oder vielleicht sogar Sie? Sind es die Designer? Gibt es Designer im Raum? Wer würde sich als Designer bezeichnen? Hände hoch. Doch, ein paar. Oder sind es die Usability-Experten? Wer ist Usability-Experte? Gibt es Usability-Experte? Super. Dann bin ich am richtigen Ort gelandet, das ist super. Gibt es auch Leute, die sich als Manager bezeichnen würden hier? Sind Sie es, die beurteilen, was gutes Design ist? Oder sind es die Nutzer, die beurteilen, was gutes Design ist? Das ist natürlich die politisch korrekte Antwort. Ich möchte Ihnen in den nächsten 15 Minuten aufzeigen, was meine Sichtweise zu dieser Frage ist. Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Gipfel besteigen. Eine Variante dazu ist, von dort, wo Sie sich gerade befinden, so lange bergauf zu laufen, bis Sie an einen Punkt kommen, an dem es in jede Richtung nur noch bergab geht. Gratulation, Sie haben den Gipfel erreicht. Dieses Bild vom Designprozess ist sehr praktisch, weil, wenn Sie mit einer Wandergruppe unterwegs sind, es nicht so schwierig ist, zu bestimmen, in welche Richtung Sie gehen sollten. Sogar wenn Sie den Gipfel nicht sehen, ist es für die meisten Leute klar, was oben und unten ist. Ich hoffe, das ist meistens für alle Leute gleich auf jeden Fall. Und analog dazu soll auch Usability-Evaluation helfen, den Designprozess objektiver zu machen, indem dank Usability-Messungen bestimmt wird, was oben und was unten ist, was besser und was schlechter ist. So, dass am Ende nicht ein selbstherrlicher Designer oder ein tyrannischer Manager entscheiden, was gutes Design ist. Ich glaube aber, dass dieses Bild vom Berg so nicht ganz zutrifft, weil es aus meiner Sicht auf zwei Fehlannahmen basiert. Erstens, Usability ist messbar. Zweitens, Usability-Metriken machen den Gestaltungsprozess weniger subjektiv. Ich möchte Ihnen in der Folge aufzeigen, warum ich glaube, dass diese beiden Annahmen falsch sind und welchen Beitrag Usability-Evaluation aus meiner Sicht zum Design beiträgt. Das Konzept von Usability hat seine Wurzeln im Engineering und nicht im Design. Als in den 40er und 50er Jahren die ersten Computer gebaut wurden, entstanden logischerweise auch die ersten Bedienoberflächen. Damals noch ziemlich umständlich in der Form von Kabeln, Steckern, Knöpfen und Schaltern, aber das war nicht so wichtig. Viel wichtiger war es, die Computer zuverlässiger zu machen, damit sie nicht andauernd abstürzten. Eine nächste Generation von Ingenieuren beschäftigte sich damit, die Computer schneller zu machen, damit die Operatoren und Operatorinnen, so wurden die Nutzer damals genannt, nicht minutenlang auf ein Resultat warten mussten. Als die Computer in den 60er Jahren begannen, die Nutzer zu überholen, verschob sich der Fokus von den Nutzern auf die Computer. Von den Computern auf die Nutzer. Ja? Macht mehr Sinn. So wie bei den Computern vorher die Zuverlässigkeit und die Geschwindigkeit gemessen wurde, so sollte nun auch die Zuverlässigkeit, die Geschwindigkeit und die Zufriedenheit der Nutzer gemessen und stetig verbessert werden. Irgendwann etablierte sich dafür der Begriff Usability. Zu Beginn des neuen Jahrtausends war jedoch klar, dass auch nach 30 Jahren kein Konsens darüber bestand, was Usability genau misst. Rolf Mohlig führte in dieser Zeit eine Reihe von Studien durch, indem er mehrere Teams von Usability-Experten das gleiche Interface bewerten ließ.
und kam zu folgendem Schluss. Die Annahme, dass Usability-Experten oder Evaluatoren, irgendwann kann ich vielleicht Evaluatoren sogar noch sagen, die Annahme, dass sie alle das Gleiche testen und zu den gleichen Resultaten kommen, ist schlicht falsch. Rolf Molik fand in seiner Studie, dass über 70% der Probleme von den 9 Teams nur von einem Team identifiziert wurden. Das heißt, die Überschneidung von den gefundenen Problemen war weniger als 30%. Und das sogar, wenn die gleiche Aufgabe getestet wurde. Noam Traktinsky, ein alter Hase in der Usability-Forschungswelt, veröffentlichte letztes Jahr eine ausführliche Diskussion darüber, warum aus seiner Sicht sich die Evaluatoren in der Praxis und in der Forschung so uneinig sind. Aus seiner Sicht ist Usability an sich keine Metrik, sondern nur eine Sammlung verwandter Metriken. Diese können sich aber auch widersprechen. Diese These wird unterstützt von einer Meta-Analyse von Caspar Hornbeck und Effie Lai. Die Researcher untersuchten 73 Papers zum Thema Usability und sie fanden heraus, dass die ISO-Metriken Effizienz, Effektivität und Zufriedenheit nur eine schwache positive Korrelation hatten. Vielleicht zur Erklärung, eine Korrelation von 1 bedeutet, dass wenn zum Beispiel die Effektivität steigt, dass auch immer die Effizienz steigt. Eine Korrelation von 0 heißt, dass es manchmal so ist, manchmal aber auch nicht, dass es Zufall ist sozusagen. Konkret heißt das, in etwas mehr als der Hälfte der Fälle ist, wenn Sie bei einem Interface herausfinden, dass es effizienter ist, auch die Zufriedenheit der Nutzer höher. Oder wenn Sie eine hohe Zufriedenheit haben, dass auch die Effizienz höher ist. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass in etwas weniger als der Hälfte der Fälle die Effizienz auch tiefer sein kann, obwohl die Nutzer zufriedener sind nach einer Iteration. Traktinsky kommt daher zum Schluss, dass Usability nicht als gesamte Messgröße betrachtet werden sollte, sondern dass es zerlegt werden sollte in seine Untergrößen. Aus meiner Sicht ist Usability daher nicht messbar, sondern nur die Untergrößen. Das Bild vom Berg erhält dadurch auch ein Update. Die Entscheidung, in welche Richtung Sie mit Ihrer Wandergruppe gehen sollten, ist schwieriger geworden, weil zum Beispiel der direkte Weg zum Gipfel nicht unbedingt der sicherste ist. Wenn Sie aber den sicheren Weg wählen, dann verpassen Sie vielleicht die wunderschöne Aussicht nahe an einer steil abfallenden Felswand. Wenn Usability nicht mehr pauschal messbar ist, ergibt sich ein Problem. Der Anspruch, dass Usability-Evaluation den Designprozess objektiver macht, lässt sich aus meiner Sicht dadurch nicht mehr halten. Weil wer entscheidet nun, welche Metrik wie stark zu gewichten ist? Und so führen Sie dieselben Diskussionen mit vielleicht ein bisschen anderen Worten. So argumentiert der Designer vielleicht für seine schönen Animationen, dass, wenn er sie einbaut, die Zufriedenheit der Nutzer steigt. Der Kunde, der nicht für diese Animationen bezahlen möchte, argumentiert mit der genau gleichen Berechtigung, dass die Effektivität des Interfaces sinkt, wenn diese Animationen drin sind. Wer hat nun recht? Und so will auch das Kind direkt zum Gipfel, während der Vater doch lieber den sicheren Weg wählen würde. Wer entscheidet also, was gutes Design ist? Eine sehr ähnliche Situation finden wir in einem Artikel über Sozialpolitik aus den 70er Jahren. Horst Rittel und Melvin Weber beschreiben, wie Entscheidungen über sozialpolitische Maßnahmen, zum Beispiel zur Armutsbekämpfung, getroffen werden. Die Beobachtungen, die sie machen dabei,
sind enorm ähnlich zu dem, was wir auch im Design immer wieder erleben. Sie beschreiben es wie folgt. Jeder Beteiligte interpretiert die Fakten auf die Art, dass sie dem entspricht, was er sich sowieso schon vorgenommen hatte. Für Rittel und Weber ist eine solche Situation ein klares Indiz für ein sogenanntes Wicked Problem, wie sie es nennen, also ein verzwicktes Problem und ein vertracktes Problem, schwierig das zu übersetzen. Eine weitere Eigenschaft von Wicked Problems ist, dass schon die Formulierung, was das Problem ist, Schwierigkeiten bereitet. So sind sich alle Beteiligten normalerweise einig, dass ein Problem vorliegt und dass man etwas machen müsste. Sie sind sich aber sehr uneinig, worin genau das Problem liegt und was genau gemacht werden müsste. Rittel und Weber formulieren es wie folgt. The formulation of a wicked problem is the problem. Die Formulierung eines vertrackten Problems ist das Problem. Wenn wir aber nicht einmal wissen, was das Problem ist, wie können wir dann entscheiden, welche Metriken messen, dass wir einer Lösung näher gekommen sind? Und dennoch zeigt die Erfahrung, dass es möglich ist, ein Design zu verbessern. Und auch, dass Usability-Evaluation dabei einen entscheidenden Beitrag liefern kann. Ich möchte Ihnen anhand eines Beispiels aufzeigen, welchen Beitrag Usability-Evaluation stattdessen zum Design Beitrag beiträgt, wie auch immer. Was Usability-Evaluation stattdessen zum Design beiträgt. Und bin da eigentlich recht einig mit einigen Design-Theoretikern, die ich auch zitiere. Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Stuhl gestalten. Und nun möchten Sie wissen, wie hoch dieser Stuhl sein muss, damit Leute gut darauf sitzen können. Sie nennen das dann eine Sitability-Metrik. Also fangen Sie an und gestalten zwei verschieden hohe Stühle. So und so. Haben wir es gesehen? Einfach verschieden hohe Stühle. Sie geben es einem Experten, der die beiden Stuhlhöhen testet. Der Experte gibt Ihnen als Antwort zurück, dass der kleinere Stuhl der bessere ist. Also gestalten Sie einen noch kleineren Stuhl und testen dasselbe wieder. Der Experte sagt Ihnen, der kleine Stuhl ist wieder besser. Und so fahren Sie weiter, bis Sie bei der optimalen Größe angekommen sind. Nun erscheint Ihnen der Stuhl aber doch ein bisschen klein. Was ist passiert? Sie fragen nach, wie haben Sie diese Stuhlgrößen getestet? Und der Experte sagt Ihnen, dass er auch Kinder in den Test mit einbezogen hatte. Daran hatten Sie ja gar nicht gedacht. Sie kommen zum Schluss, dass Sie einen höhenverstellbaren Stuhl gestalten müssen. Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass dieses Beispiel ein bisschen konstruiert ist. Ich glaube aber, dass sich bei PostFinance eine ziemlich ähnliche Sache abgespielt haben muss, weil in meiner Erinnerung gab es nicht immer zwei verschieden hohe Automaten. Auch aus der Praxis im Institut gibt es Beispiele. So haben zum Beispiel zwei Kolleginnen von mir letztes Jahr eine App entwickelt, in der es darum ging, Lehrer zu helfen, ein Burnout vorzubeugen. Die App heißt Tea Time und als Jux, weil das irgendwie passt, haben sie eine kleine Animation eingebaut in den Hintergrund von Tee, das sich so ein bisschen hin und her bewegt. Und sie haben die App getestet und eines der Feedbacks war, dass bereits das Interface die Leute beruhigt, wegen dieser kleinen T-Animation. Damit hatten meine Kollegen niemals gerechnet. Sie kamen also zum Schluss, dass schon die Gestaltung des Interfaces dazu beitragen kann, die Leute zu beruhigen in schwierigen Situationen. Und haben das dann zu einem neuen Fokus des Designs gemacht. Die Information über die Durchschnittsgröße erscheint für Sie als Designer am Anfang nützlich.
Der Anreiz zur Veränderung ist aber viel, viel größer durch diese Überraschung, dass sie auch Kinder in das Design mit einbeziehen müssen. Meine These ist daher, dass Usability-Evaluation viel stärker zum Verständnis des Problems beiträgt als zur Bewertung des Produkts. Aus meiner Sicht bevorzugen Designer darum auch Rohdaten gegenüber interpretierten Daten. Rohdaten sowie Videoaufnahmen oder Transkripte von Interviews. Nur die Rohdaten enthalten nämlich diese wertvollen Überraschungen, die dazu führen, dass sich das Verständnis des Problems verändert. Ich glaube, auch Jakob Nielsen kommt daher auf seine Empfehlung, eine Usability-Evaluation nur mit 5 oder 10 Nutzern zu machen, weil das Potenzial für neue Überraschungen mit jedem weiteren getesteten Nutzer abnimmt. Donald Schön, ein Designtheoretiker aus den 80er Jahren, beschreibt das Ganze wie folgt. Der Designer muss Überraschung und Verwirrung erfahren, damit er sieht, welche falschen Annahmen er getroffen hat. Aufgrund dieser neuen Erkenntnis kann er ein neues Design machen und dieses dann wiederum testen. Der Fokus von Usability-Evaluation ist daher aus meiner Sicht vor allem das Verständnis des Problems und nicht die Überprüfung oder die Entscheidung, ob ein Design an sich gut ist. Ich glaube, die Entscheidung, ob ein Design im Hinblick auf ein Verständnis des Problems gut ist, liegt bei der Person, die das Design gemacht hat. Es liegt also beim Designer. Die Verantwortung des Usability-Experten liegt hingegen darin, dem Designer aufzuzeigen, wo seine Annahmen falsch oder lückenhaft sind. Wenn Sie einfach schnell und sicher zum Gipfel wollen, dann nehmen Sie die Bergbahn. Wenn Sie aber immer die Bergbahn nehmen, dann werden Sie kaum je über die Steinbock-Kolonie stolpern, die sich auf der anderen Seite des Berges aufhält und Ihr Verständnis einer guten Wanderung an sich verändern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden die Quellen vor allem und auch den Text ein bisschen ausdifferenziert auch noch online. Und ich freue mich jetzt sehr auf Ihre Fragen.